Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ben Backstage, diesmal von den Blockchain Pre-Masters in Köln, 12.12.2017. Heute stellen wir uns der Frage, Blockchain, alles nur ein Hype? In drei Sätzen, was ist denn Blockchain überhaupt? Ich wurde letztens gefragt, wie ich denn meinen Kindern Blockchain erklären würde. Und da habe ich immer gesagt, also das ist quasi, als wenn ihr euch ein Foto teilt. Ja, der eine arbeitet an dem einen Rechner, der andere an dem anderen Rechner. Meine Kinder sind 7 und 8. Und ihr wollt trotzdem dafür sorgen, dass nachher das Ergebnis, nachdem ihr die Fotos bearbeitet habt, bei allen wieder gleich ist. Und dafür sorgt die Blockchain. Ich konnte noch keinen anrufen, der sagt, gib mal deine Blockchain. Kann ich da was mit machen? Ja, es gibt ja nicht diese eine Blockchain, die man irgendwo so nutzen kann. Es wird im Moment, gibt es viele Proof of Concepts. Und was wir im Moment beobachten können, ist, dass gerade die Großen sich darum kümmern, weil die die Finanzmittel haben, weil die die IT-Rechenzentren haben, weil die die IT-Fachleute haben, das zu tun. Und ich glaube, wir müssen sehr stark an die Mittelständler ran, denn denen wird es eine ganz neue Möglichkeit geben, sich in Netzwerken ganz neu zu organisieren, ganz neue Geschäftsmodelle zu finden. Gerade im Pay-Per-Use-Bereich kann die Blockchain wunderbare Lösungen anbieten. Und deshalb müssen wir eigentlich noch sehr viel stärker an die Mittelständler ran, weil da ist ein Riesenpotenzial. Die Großen, die kümmern sich schon lange darum. Also ich denke, nicht alles aus dem Internet versuchen zu lernen, das wird nie funktionieren, dauert viel zu lange, sondern sich auf verschiedenen Veranstaltungen, die Meetups sind, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel, schnell mal informieren, dann aber auch mal erste Schritte gehen, mal einen ersten Versuch machen, mal gucken, wo etwas mit Blockchain gemacht werden könnte, um so erste Erfahrungen zu sammeln. Denn die Erfahrung aus den Mittelständlern ist immer, müsste man ein gutes Beispiel gemacht haben und dann würden sie es auch transferieren auf andere Beispiele. Das ist für mich eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Und wenn ich zum Beispiel an Warenauslieferungen denke, ja, das hat man im Baubereich, welche Waren sind eigentlich auf der Baustelle irgendwo angekommen und da will ich eine Dokumentation zu haben und kann das auch nachvollziehen, dann ist das nur ein typisches Beispiel davon, was heute vielfach gar nicht dokumentiert wird. Das ist so, wir haben das Vertrauen, dass es angekommen ist. Und ich glaube, in den Bereichen, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Blockchain, alles nur ein Hype? Nach heute kann ich sagen, auf gar keinen Fall. Viele Experten haben mit Praxisbeispielen bewiesen, dass Land, Bund und natürlich die Wirtschaft und der deutsche Mittelstand sehr gefragt sind, was die Möglichkeiten der Blockchain in Zukunft mit sich bringt. Auch musste ich lernen, dass man das nicht mal eben zusammenfassen kann. Wolfgang Prinz vom Fraunhofer Institut hat mir zum Beispiel mitgeteilt, dass wir ungefähr einen halben Tag brauchen, um die Struktur und das Grundverständnis für das Thema Blockchain zu entwickeln. Und im zweiten Tag kriegt man den ersten Concept of Proof für das eigene Unternehmen vielleicht hin. Aber Fakt ist, man muss sich damit beschäftigen. Nur wer sich damit beschäftigt, der läuft vorne mit und kann die Möglichkeiten für seine Zukunft und seine Entwicklung nutzen. Alle weiteren Infos rund um das Thema Blockchain findet ihr unter blockchain.eco.de.